darf jetzt zwei Frauen zu mir bitten, die Petra Hansche, sie ist Kunst- und Kulturvermittlerin, Diplom-psychosoziale Beraterin, Gestaltpädagogin und Grafikdesignerin und Maria Hofstadler ist Bildungsmanagerin, Diplom-Erwachsenenbildnerin und Geragogin. Schön sprechen. Sie haben... Genau. Und es geht um selber Kunst erleben. Wir haben es am Vormittag ganz kurz schon einmal angesprochen. Und ich darf Sie vielleicht einladen, für auch die, die neu dazugestoßen sind, virtuell, das nur mal ganz kurz zu erklären, worum es da geht. Ja, also die Idee ist so entstanden, dass ich eigentlich im Lockdown mich das sehr beschäftigt hat, diese Gruppe, von der wir heute schon viel gesprochen haben. Eine Gruppe von Menschen, die jetzt über einen längeren Zeitraum räumlich isoliert ist. Und da war ja auch noch die Frage, wie lang dauert das eigentlich oder wie entwickelt sich das alles? Und dann habe ich mir gedacht, wie kann man da jetzt, was kann man da tun? Wie kann man diese Menschen erreichen? Wie kann man da wieder eine Form der Teilhabe entwickeln? Und ich arbeite ja im Lentus Kunstmuseum als Kunstvermittlerin und bin dann an meine Leitung herangetreten und habe gesagt, okay, können wir da was entwickeln? Und bei uns war ja unser Kerngeschäft ist ja weggefallen, auch in den Museen. Also wir haben jetzt auch viel Raum gehabt für inhaltliche Entwicklung. Und da habe ich einmal so, für mich war ganz klar, es öffnet sich der digitale Raum. Ja, der hat sich einfach für uns alle hier geöffnet in Dienstbesprechungen und so weiter. Und ich habe da mal so eine erste Projektidee entwickelt. Und dann war aber mir klar, und da ist es ja heute schon gegangen, und das, wie erreichen wir diese Menschen? Ja. Ich brauche jetzt einen Kooperationspartner, Partnerin, die Zugang hat zu zum Beispiel älteren Menschen und die auch ältere Menschen darin unterstützen, eben in dieser ganzen Digitalisierung. Ja, das habe ich mir selber nicht so getraut. Und da bin ich dann sehr schnell fündig geworden in meiner Recherche und habe da sozusagen eine kongeniale Partnerin gefunden, Kooperationspartnerin mit der Bildungsinitiative selber und mit der Maria Hofstadler. Warum gerade ältere Menschen und nicht Jugendliche? Wir haben für Jugendliche auch Projekte entwickelt, weil mich diese Zielgruppe so interessiert hat. Und ich war auch in meiner Selbstständigkeit gerade so mit Senioren im Projekt und auch in der Arbeit in Lentus. Wir wollten gerade was Intergeneratives entwickeln, also generationenübergreifendes. Und es war einfach diese Risikogruppe, wo ich mir gedacht habe, die Jugendlichen, die haben andere Bedingungen jetzt. Aber die waren es, die mich interessiert haben, ja. Und somit sind Sie dann, haben Sie zusammengefunden und wie ging es dann weiter? Ja, wir haben uns das erste Mal gesehen und getroffen und eigentlich waren wir gleich irgendwie auf einer Wellenlänge. Und ich habe es sehr, sehr spannend gefunden, dass wir für unsere Senioren, Seniorinnen, die wir im selber Netzwerk Oberösterreich betreuen, betreuen, die bei uns Angebote nutzen, das sind ja immerhin um die 5000, dass wir da auch ein ganz anderes Angebot haben, nämlich Kunstvermittlung. Und wir wissen ja auch, dass auch in dieser Zielgruppe, also wir erreichen ja auch ganz viele draußen in den kleinsten Orten und Gemeinden, ja, oft eine Hemmschwelle haben, sozusagen in ein Museum zu gehen oder zu schauen, ja, passe ich dorthin oder ist das auch meine Welt oder, ja. Und das hat mir sehr gut gefallen, zu schauen, eigentlich, wie kann man sich der Kunst annähern und wie kann man sich auch, ja, Kunst aneignen, sozusagen Kunstverständnis oder wie kann man ein Gefühl für Kunst bekommen und das noch in Verbindung mit Digitalisierung. Das ist ja das Thema gewesen, das uns sowieso vor Corona schon beschäftigt hat, weil ich immer schon der Meinung war oder seit längerer Zeit der Meinung bin, dass die Senioren, Seniorinnen, die wir nicht erreichen oder überhaupt alle Menschen, die nicht erreicht werden können mit der Idee, dass es vielleicht doch gut und sinnvoll und auch praktisch fürs Leben sein kann, sich ein Smartphone zu bedienen zum Beispiel als Einstieg, die sehr bald irgendwie abgehängt werden, ja, von der Öffentlichkeit und von der Teilhabe auch in diesem Punkt. Ich denke nur an
Online-Banking zum Beispiel oder auch das digitale Amt, das kommen wird und so weiter und so fort. Ja. Und somit ist es jetzt so, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie schon eine Plattform, wo Menschen, wo ältere Menschen jetzt Digitalisierung üben, in der digitalen Welt unterwegs sind und hinzu kam jetzt, Kunst digital zu erleben. Genau. Ja, das ist genauso. Wir haben ein Bildungsangebot oder verschiedene Formate. Ich habe hier unser noch fast druckfrisches Programm mit, wo es unterschiedliche Themen drinnen gibt, aber unter anderem auch dieses Projekt selber digital, wo es uns darum geht, dass wir für wirklich für Offliner, Offlinerinnen, für Personen, die eher Respekt haben, mit einem Smartphone zu arbeiten, dass wir für diese ganz niederschwellige Einstiegsangebote haben. Und das habe ich vormittag schon erwähnt, uns ist auch ganz wichtig, dass die Trainer und Trainerinnen, die Sie da unterrichten oder Sie begleiten, sich das Smartphone vertraut zu machen, dass die auch das Verständnis haben für die Senioren, Seniorinnen. Das ist nämlich das, was wir auch immer wieder erleben, dass viele sagen, ja, ich war eh schon einmal dort, aber das bringt alles nichts und ich habe die nicht verstanden und die Ausdrücke und die Sprache. Ja, und das ist uns ganz wichtig, dass wir uns, also wir schauen, wo stehen die Senioren, Seniorinnen und wo können wir sie abholen und wo können wir sie dann begleiten. Ich darf vielleicht nochmal zum Projekt jetzt zurückkehren. Das heißt, was erleben denn die Menschen? Diesem Projekt. Genau. Es ist ja darum gegangen, wie wir unsere Angebote im Museum in diesen digitalen Raum transferieren, weil wir können da irgendeine Information geben, aber uns geht es ja so um einen eben dialogischen Austausch, ja, und diesen partizipativen Ansatz. Das heißt, wir lernen voneinander und wir generieren gemeinsam das Wissen. Wir sind alle daran beteiligt, Wissen uns zu erarbeiten und das zu erleben. Und der Titel des Projektes, das war ja aufgelegt, heißt Kunst selber, also selber Kunst erleben. Und es geht eben um einen Austausch. Also wird über Zoom funktionieren, höchst Teilnehmerzahl ungefähr 12 Personen. Und die bekommen im Vorfeld dann schon Informationen, es geht immer um je ein Kunstwerk pro Termin. Informationen über dieses Kunstwerk, über den Künstlerin und so weiter. Und weiterführende Links und auch Fragen. Ja, also Fragen zum Beispiel, was nehme ich jetzt überhaupt wahr? Was macht das mit mir? Welche Geschichte wird euch für mich hier erzählt? Fragen, die auf die Biografie zurückgreifen, also persönliche Bezüge, Räume öffnen, die assoziative Räume öffnen und so weiter. All das sind ja eigentlich auch Methoden in diesem partizipativen Ansatz. Und das heißt, jeder hat die Zeit, sich vorzubereiten und dann bei diesen Treffen, da ist mir so die Grundidee des Erzählcafés ist mir da entgegengekommen. Weil bei den ersten Zoom-Konferenzen hat man dann gemerkt, das funktioniert überhaupt nicht. Ja? Also wenn jeder jeden reinredet. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil so dieser Erzählcafé, das hat ja eine sehr strukturierte Kommunikationsform. Also jeder hat seinen eigenen Raum zu sprechen und die anderen horchen offen und wertschätzend zu. Und dann können wir uns austauschen. Und so, das soll einmal die Grundidee sein, jeder darf mitreden, wir können etwas über Kunst erleben, wir können etwas über uns selbst mehr erleben und wir können einander kennenlernen. Und das Ganze soll ja natürlich dann auch so sein, dass man sich dann eben letztlich vernetzen kann und dann weiterführend sich kennenlernen kann. Großartig, dann sage ich vielen Dank. Jetzt einmal hier, Dankeschön, dass Sie da sind und für die Informationen.